wieder wach. Wir haben 6 Uhr gleich. Aber ich bin wach seit 5 Uhr. Jede Nacht dasselbe. Und da ich gar keine Schwangerschaftsanzeichen mehr habe, außer dass ich wach werde nachts. Und gestern hatte ich ein bisschen so Appetit auf bestimmte Sachen. Aber mir ist nicht mehr übel. Und keine Ahnung, was man alles so hat. Ich habe keine Brustempfindlichkeit. Deswegen wollte ich nochmal testen. Ich bin ganz gespannt, ob der HCG-Wert immer noch angestiegen ist. Ich mache das jetzt mal eben. Ich glaube, so früh habe ich noch nie mit der Kamera geredet. Also so, dass ich noch nicht mal Zähne geputzt habe oder so. Aber man soll so einen Schwangerschaftstest ja morgens machen, also mit dem Morgenurin. Wieder aufregend. Also positiv ist er schon mal. Boah, Leute. Der ist mehr als positiv. Ah, sieht man nicht. Jetzt. Also die dunklere Linie ist die Kontrolllinie. Boah, so ein positiven Schwangerschaftstest hatte ich noch nie in der Hand. Ist alles in Ordnung. Mega. Ich kann mich daran nicht satt sehen, ne? Wollt ihr auch noch mal sehen? Ja. Wunderbar. Schön. Ich freue mich. Jetzt kann ich gut in den Alltag starten heute. Ich verwahr den auch auf, ich verwahr die alle auf. Weil es so ein Wunder ist, dass ich schwanger bin. Behalte ich die alle. Ja, ich mache mich jetzt erstmal frisch. Und dann melde ich mich ganz viel später wieder, wenn ich arbeiten bin. Ich habe euch noch erzählt, dass wir, also erstmal habe ich euch den Lagerraum gezeigt, den wir uns gemietet haben. Und ich habe euch erzählt, dass wir eine Tiefkühltruhe kaufen möchten fürs Murphy, für das ganze Tiefkühlessen, was wir immer bestellen. Und die haben wir jetzt bestellt und die kommt jetzt die Tage an. Und um das ganze Essen fürs Murphy zu portionieren, brauchen wir diese Dosen immer. Und die sind vom Ikea. Davon haben wir jetzt 21 Stück und davon brauchen wir nochmal mindestens genauso viele. Und die wollte ich jetzt schon mal eben hier bestellen. Während ich meinen grünen Shake trinke. Der ist mit Babyspinat. Den haben wir geschenkt bekommen. Und hier ist es jetzt so, dass du hier ein Einlassticket buchen kannst für Hamburg-Altona. Das ist ja wohl, also Wahnsinn. So, ich suche diese Dosen. Darauf kann man das nicht mehr erkennen. Hier. Dann kann ich ja bestimmt die Nummer eingeben. 604-521-74. Da sind sie doch. 750 mit Deckel und das sind 3 Stück für 6,49 Euro. Ja. Oh. So, wenn ich die jetzt 7 mal bestelle, dann habe ich nochmal 21. Dann mache ich jetzt 10 mal. Dann hätte ich 30 Stück plus diesen 51. Ja, dann haben wir ja erstmal. Ja. Okay, in den Warenkorb. Und dann kann ich da auch direkt noch ein bisschen stöbern, was ich sonst noch so brauche. Und ja, nochmal zu dem Schwangerschaftstest zu sagen. Ich hatte ja im Februar eine Fehlgeburt. Und ich weiß, welcher Tag das noch war. Also da, wo die Blutung eingesetzt hat. Und für mich ist das jetzt so der Tag, wenn der überschritten ist, dann ist
diese Schwangerschaft jetzt sicher quasi. Also das ist so meine Grenze. Und das ist jetzt diese Woche, dieser Tag, wo die Blutung eingesetzt hat in der letzten Schwangerschaft. Und ich hoffe einfach, dass alles gut geht. Und dieser Schwangerschaftstest gerade, der hat mich so positiv gestimmt. Es ist halt so, ich hatte so richtig die Anzeichen schon dieses Mal auch mit Übelkeit und Schwangerschaftsdemenz und so. Und jetzt seit gestern ist irgendwie alles weg, außer Heißhunger. Und deswegen habe ich mir voll den Kopf gemacht. Eigentlich haben sich die Sorgen so in Grenzen gehalten, weil halt auch die ganze Zeit diese Anzeichen da waren, ne? Und jetzt, als sie weg waren, ja, ist es über mich gekommen. Egal. Ich habe ja auch bald den Dingstermin beim Frauenarzt. Es dauert nicht mehr lange. Ich habe schon meinen Mutterpass jetzt immer dabei. Und da sind die Schwangerschaftstests drin. Hallo! Annarina hat mir die 6 Dosen geholt. Danke! Ja. Oh Mann, ey, da ist alles drin. Sein Fresschen, er wartet schon. Sehnsüchtig. Dann kann ich ja eben fahren. Du kannst eben fahren. Klar. Bin ich mit nach hinten? Ja. Ich habe auch schon gekriegt, schon eine Lage, 12 Stück. Ja. Die würde ich dann morgen, weil wir im Kofferraum. Ja. Die würde ich dann morgen mit der Gitarre. Ja. Einräumen. Super. Ja. So, Etty, und wir machen dir jetzt dein Fresschen. Das ist so wenig hier, seine Portion. Bist du dir sicher, dass das 2 sind, die du aufgetaut hast gestern? Ja, der Karaffel voll. Echt? Mal. Guck mal, das ist nur noch so. Ja, der ist halt einge. Und nur ein Hühnerhals ist da drin. Deine Portion ist das. Wie? Aber heute gibt es ja auch den Lachskopf. Da ist nur ein Hühnerhals drin. Ja, das ist eine Portion, was das. Achso, ich habe ja die Hälfte rausgenommen von gestern Abend. Achso, dann. Da kriegt er halt alles. Aber ist ja egal, dann kriegt er den hier. Ja. Das ist ja auch ein Abendessen. Mein Vater kommt hier auch, da ist die Dose leer. Ja. Hey, gibt es heute oder? Ja. Gibt es. Mit Babyspinat, der ist nicht so geil, der Shake. War schon mal geiler. Hast du nachts für mich, für den Hund? Ja, wirklich. Ich war gerade im türkischen Supermarkt ein paar Sachen einkaufen. Und ich habe so Heißhunger auf Sucuk bekommen. Ich hätte die am liebsten mitgenommen. Oh, ich habe da so richtig Bock drauf gehabt. Kleinen Moment. Nagelstudio, die. Ja, das hatte mich etwas überrascht und jedenfalls, ich konnte wieder stehen. Und jetzt habe ich mir hier so einen Teller gemacht mit lauter geilen Sachen. Und zwar kleine Cocktailtomaten, dann habe ich diese Corschinos oder wie die heißen. Die gibt es im Aldi, die sind scharf und die sind richtig lecker. Und ich war ja im türkischen Supermarkt und da haben die Schlanggurken, aber in Mini, in so, das sind wie Babyschlanggurken und die sind so lecker. Habe ich mir 2 mitgenommen. Radieschen, Rucola und dann dieses arabische Fladenbrot. Kennt ihr das? Das ist so groß und rund und die kann man so auseinanderreißen, diese Teigfladen. Und dann habe ich mir da Salami reingemacht, also vegane von Hobels und Remoulade. Und das ist jetzt mein Sucuk-Ersatz. Das teste ich jetzt mal. Ist okay. Und so habe ich früher die Sucuk immer gegessen. Eingerollt und dann mit Mayo. Hi, Schule. Der Bernd macht da mit seinem Papa den Zaun draußen, was ich euch letzte Woche erzählt habe für Smurfy, dass er da frei laufen kann. Wenn wir draußen sitzen im Sommer, wir haben ja hier die große Markise, die können wir dann ausfahren und schön draußen sitzen, weil hier drin wird es echt heiß im Sommer. Und die Türen können wir ja zurzeit auch nicht aufmachen, weil der Hund dann halt weglaufen würde. Und deswegen wird das hier gerade gebaut. Ich denke schon, was bewirbst du denn? Soll auch mal Hallo sagen, Werner? Nein. Nein.
Wollen wir das jetzt so machen, dass wir da noch einen Balken mit dran machen, die Stabilität, oder würden wir einfach nur so machen? Das würde halten, ja. Das würde halten, ja. Ne? Dann müssen wir das vorbohren, würde ich sagen. Ja. Was wir direkt reinbohren. Das ist für die genaue Höhe einmal aus. Durchgehen, ne? Ja, und du bist angebunden. Muss warten, du armes Tier. So, hier ist jetzt schon fertig. Das ist ja richtig schön geworden. Muss nur noch grün gemacht werden. Oh, das wird nicht halten hier, wenn er dagegen springt. Geht das auf, glaube ich. Müssen wir gleich noch mal gucken. Ja, Bernd, ich glaube aber das hier, das geht kaputt, wenn der dagegen springt. Okay. Da würdest du gerne da hinten gucken gehen, wo die sägen und so. Aber noch ist da eine Leine, weil natürlich die Seite noch alles auf ist. Ein ekliges Geräusch. Er sagt, das ist ein ekliges Geräusch. Ja, hier ist es sowieso total laut hier an der Straße. Komm, hier ist Murphy. So, dann zeig mir mal, wie wir das jetzt hier bewundern. Er knabbert seinen Fischkopf ganz ausgiebig. Ist das jetzt hier fest? Ja. Ach, guck, da Steine vorgelegt, dass ja, er nicht... Guck, die Fenster haben die gekostet. Ach, die hast du heute auch geholt? Ja. Ja, ist doch super. Voll, ne? Aber nicht, dass er die zur Seite drückt, das macht er ja zu Hause auch. Versuch immer zu drücken. Sind die so schwer? Ja, ist ja gut. Und hier gucken, ob es fest ist. Ach, hier habt ihr so. Ihr seid so klug. Das habt ihr toll gemacht. Da hinten müssen wir noch die Gummidinger holen. Und was für Gummidinger? Diese richtige Sache. Das ist für Gepäckträger früher hattest. Kommt dann hier durch, diese Gummis mit den Haken. Ach, diese, ja. Dann hier festgehakt, drei Stück. Hier kommt Flügelmutter drauf, die muss man dann losmachen, da ist dann lose. Und dann kommen wir die beiden. Hatschi, Corona. Da hinten bringen. Dann können wir die abends abbauen. Ja, dann wird dir keiner Vortritt von den besoffenen Blagen. Ja. Oder Menschen. Hier. Ist doch super. Na, der Hund hat hier. Ein Schild im Privatweg. Hab schon ein paar durchgeguckt. Wie wollten die hier durch? Ja. Aber sie haben nichts gesagt, das hätte ich den Auge gesagt, ist halt Privatweg. Standen die denn schon davor? Nein, die kamen hier so runter. Oh, dann sind sie weg. Ja, ist halt, ist ja unser Weg. Ja, was du aber auch erst seit ein paar Wochen bist. Ja, aber ist ja egal, da hat der Hund hier Spaß. Eigentlich ja, aber dann hast du das Risiko, dass sie dir das uns kaputt treten, ne? Müssen die Rose auch mal schneiden. Machen wir. Nee, aber die können wir ja selber mach ich schon. Anstreichen. Mittwoch bin ich wieder hier. Nee. Markise dann. Hauses. Ja. Genau. Ja. Nach, wenn wir dann, ne? So machen wir das. Und dann kann ich mit ihm ja auch dann direkt fahren. Ja. Fährst du nach Hause und ich fahr. Shoppen. Shoppen. Männer-Shopping-Tag am Mittag. Boah, ich habe gerade hier Probleme. Und zwar wollte ich bei DM online bestellen, damit ich da nicht extra hin muss. Und wollte natürlich nicht auf meine Payback-Punkte verzichten. Ganz wichtig. Und jetzt habe ich gesehen in der Payback-App, dass ich dann erst hier da diesen E-Konto-Dings aktivieren muss. Jetzt will ich das hier nicht wegmachen, deswegen habe ich das jetzt hier eingegeben. Mann, Mann, Mann. So, und wo ist das jetzt hier? Keine Ahnung. Erstmal aktivieren. Das wäre ganz nett. Ich habe mich so lange davor immer
gesträubt, das alles da auszufüllen bei DM. Und jetzt, wo ich das einmal gemacht habe, ist das voll einfach und ich werde wahrscheinlich nie wieder zum DM gehen. Oder ganz lange nicht mehr, weil das ist ja voll praktisch. Das machen nicht nur meine Kunden, das ist automatisch, dass diese Schrauben immer rausfallen. Auch noch zwei. Smurfy, gib die Schraube her. Smurfy, gib mir die andere Schraube. Aus. Komm her, gib aus. Oh, ist fein. Super. Ist dein Lachskopf auf? Hier hast du noch zwei Schrauben. Nicht da drauf. Jetzt kriege ich 1000 E-Mails zur Bestätigung. Aber ich habe jetzt halt nur 16 Payback-Punkte. Welche Sorte ist das, Calippo? Cola? Damit der Smurfy Energie kriegt. Bis jetzt gab es auch noch keinen Ausbruchversuch von Smurfy hier. Man muss heute Abend die Hose wechseln. Die habe ich frisch angezogen. Fischschleim. Nee, hier, Eisschlabber. Und Smurfy hat seinen halben Lachskopf immer noch da unten liegen. Nicht halb, aber es ist immer noch was übrig. Er teilt sich den irgendwie ein heute. Die Wand steht auch noch. Da hatte ich am meisten Bedenken. Aber er versucht auch gar nicht auszubrechen. Er möchte wohl doch bei uns bleiben. Es geht ihm gut, sagt er. Warum? Ich habe ganz vergessen, weiter zu vloggen. Tut mir leid. Also beim Feierabend, das ist jetzt schon 8:45. Wahnsinn. Also wir waren schön ausgiebig spazieren mit Smurfy. Wir waren in der Stadt und haben dann da ein Eis gegessen. Haben uns da ganz gemütlich hingesetzt und entspannt. Und ja, dann waren wir noch eben im Garten und... Jetzt wollte ich noch eben hier auf dem Balkon die Tomaten und so gießen. Und Bernd war noch mal eben im Aldi. Der ist jetzt gerade wiedergekommen. Hallo! Wie mit Aldi zu? Aldi hatte zu? Oh. Ja, Aldi hatte zu. Da hat sich's ja gelohnt. War nämlich ein Kampf beim Einkaufen, weil Bernd hatte erst Streit im Netto. Da ist er rausgegangen. Zweite Mal, ja, zweimal im Netto, zwei verschiedene Netto und beide Male rausgegangen, weil die so unfreundlich waren. Und dann wollte er zum Aldi fahren. Die hatten zu, weil 9 Uhr. Und jetzt war er im Rewe. Die hatten Ketchup im Angebot, den Hela Ketchup. Sein Hela-Dingsbums, den mag er doch so gerne und den braucht er immer und hat er jetzt eine ganze Lage von gekauft. Bin ich denn so nah hier irgendwie? Ach, weiß ich auch nicht. Mal das Stativ hier so biegen. So. Und ich wollte jetzt einfach nur den Vlog beenden. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Der Hund ist auch platt. Den haben wir wieder geschafft heute. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Sag tschüssi. Tschüssi.